Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kleanthus, Michael Kleanthus. Ich bin Produkttrainer im Hause Samsung und ich habe heute das Vergnügen, Ihnen unsere Produktreihe The Premier vorstellen zu dürfen. Bei The Premier handelt es sich um Laserbeamer, um zwei Geräte, den LSP7 und den LSP9. Wir werden uns die Unterschiede dieser beiden Geräte anschauen, vor allem auch die Features und die Anwendungsmöglichkeiten. Bei The Premier handelt es sich um Ultra-Kurzdistanzbeamer in 4K-Auflösung, die ein Bild darstellen können, entweder von 120 oder 130 Zoll. Ich bringe also das Kinoerlebnis nach Hause. Um die Hauptmerkmale zu nennen, wir haben Ultra-Kurzdistanzbeamer mit 4K-UHD-Auflösung, Geräte, die integriert einen kraftvollen Sound mit sich bringen. Das ist ein Punkt, auf den wir später noch eingehen werden. Und was ganz wichtig ist, die bekannten Samsung Smart-TV-Funktionen sind auch in den Beamern mit integriert. Ein weiteres besonderes Merkmal der Geräte ist einmal die hohe Helligkeit, die sie erzeugen, und den Farbraum, den sie abdecken. Wir sprechen beim LSP7 von 2200 Lumen und beim LSP9 von 2800 Lumen. Und um den Farbraum zu erklären, der DCI-P3, der Kinostandard, mit dem LSP7 erreichen wir da 83% und mit seinem großen Bruder schaffen wir bis zu 147%. Also wir haben eine hohe Farbtreue, ein hohes Farbvolumen und wir haben sehr tiefe Kontraste. Wir müssen hier auch erwähnen, dass auch bei den Geräten der Filmmaker-Modus mit an Bord ist. Der Filmmaker-Modus ist eine Bilddarstellung, die von der Filmemacher-Gilde entwickelt wurde, um das Bild so darzustellen, wie es die Intention des Regisseurs war. Weiterhin müssen wir sagen, dass wir hier beim LSP9 auch den ersten HDR10 Plus zertifizierten Projektor der Welt haben. Der Sound ist bei den Geräten auch schon mit an Bord. Beim LSP7 haben wir 2.2 Kanal 30 Watt und bei seinem großen Bruder haben wir 4.2 Kanal 40 Watt mit unserer bewährten Akustik-Beam-Technologie, um einen noch raumfüllenderen Klang von allen Seiten darstellen zu können. Ich möchte auch gern nochmal auf den Punkt Ultra-Kurzdistanzprojektor eingehen. Was damit gemeint ist, ist, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie ein Bild mit einer Diagonale von 100 Zoll darstellen wollen, dann langt Ihnen eine Entfernung zur Leinwand. Beim LSP7 sind es 30 cm und der LSP9 kommt hier mit 11 cm aus. Also ich bin 11 cm von der Leinwand entfernt und kann damit dann ein 100 Zoll großes Bild darstellen. Auch die von Samsung bekannten Smart-TV-Funktionen und die damit verbundenen Vorteile sind in den Beamern mit integriert. Das bedeutet, ich kann auf alle Streaming-Dienste zugreifen. Ich habe die Möglichkeit, auch mein normales Fernsehen über den integrierten Tuner dann zu nutzen. Und auch das Made for Germany Entertainment-Paket ist hier mit dabei. Das bedeutet, ein sehr großer Vorteil, wenn es um Streaming geht, wenn es um verschiedene Inhalte geht, wenn es um die Freiheit geht, Inhalte zu genießen. Lassen Sie uns mal die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten betrachten. Auf der einen Seite, klar, ich habe den Heimkino-Aspekt. Ich brauche keine Deckenmontage. Das Gerät kann schön auf einem Sideboard vorne vor der Leinwand stehen. Fügt sich natürlich durch das Design auch nahtlos in meinen Wohnraum ein. Ich habe die zweite Möglichkeit, Homeoffice, weil ich habe ja die Freiheit, Inhalte zu teilen, ob das jetzt über AirPlay ist oder über Android Screensharing. Diese Möglichkeiten sind auch alle gegeben, Homeoffice und dann natürlich auch im Arbeitsplatz, in Konferenzräumen. Ich muss nicht viel aufbauen, ich habe das Gerät direkt hingestellt, ich kann es vielleicht auch in einen anderen Konferenzraum bringen und ich kann trotzdem ein sehr großes Bild darstellen, auch in kleineren Räumen. Wir empfehlen, eine Leinwand zum Beamer zu verwenden, eine entsprechende Leinwand. Bei der Firma Celexon gibt es hier hervorragende Lösungen. Für jedes Zuhause ist da etwas dabei und es ist tatsächlich so, um das beste Bild zu bekommen, sollte man auf jeden Fall eine Leinwand verwenden. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir dieses Gerät am besten im Verkaufsraum aufbauen, darstellen und zeigen können. Die beste Möglichkeit ist, wenn ich einen abgetrennten Raum dafür habe, wo ich auch das Licht komplett ausmachen kann, sodass sich das Bild absolut entfalten kann. Nicht überall besteht diese Möglichkeit. Ich kann mit dunklen Vorhängen arbeiten, ich kann vielleicht ein bisschen das Licht dimmen. Wenn all diese Möglichkeiten nicht gegeben sind, gibt es noch eine Möglichkeit, dass man hergeht und sagt, okay, ich stelle ein Gerät in den Ausstellungsraum,
stellen nebendran einen Fernseher, auf dem dann der entsprechende Content zum Gerät läuft. Und wenn wir über Content sprechen, es gibt Content, Sie sehen es jetzt auch hinter mir. Es gibt auch ein How-To-Video speziell für Sie, wo Sie den Aufbau des Gerätes sehen können. The Premier ist also ein Minimalist auf dem Sideboard, der sich nahtlos in das Wohnambiente einfügt und sehr großes Entertainment nach Hause bringt. Lassen Sie uns gemeinsam das Heimkino auf eine neue Ebene bringen.